Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir haben das nächste Weekly Training Game auf dem Schirm. Und zwar spielen wir diesmal gegen die Indianapolis Colts. Wir liegen mit 2 Punkten zurück. Hoffen wir mal, dass doch diesmal vielleicht meine Offense mal anfangen darf. Das wäre ja auch mal etwas so, muss bis dato über meine Defense ran. Und ich möchte auch meine Offense mal spielen. Ich könnte übrigens gerade eben das nächste Captain Token bekommen. Passend dazu. Das heißt, ich konnte meinen Tight End Shannon Sharp wieder nach oben bringen. Es gab dort leider keinen Cowboys, sonst hätte ich die Cowboys genommen. Und Sharp habe ich auch dann erst ins Team genommen, als ich die Chemistry der Cowboys auf 50 hatte. Ist ja das Maximum, mehr geht ja nicht. Ich habe da immer noch so ein, zwei Kandidaten, die ich gerne austauschen würde. Aber leider fehlen mir die Cowboys-Spieler. Es gibt nur einen einzigen Fullback. Es gibt nur. Oh, Vorspann. So, das ist die Colts. Andrew Luck endlich wieder gesund. Ich glaube, nach 2 Jahren Krankheit mit seiner Schulter. Ja, um das zu ändern, wie gesagt, ich habe nur einen Fullback bei den Cowboys. Es gibt nur einen. Es gibt auch nur zwei Middle Linebacker. Das heißt, das waren die Stellen, wo ich dann sowieso schon andere Spieler nehmen musste. So, wir schauen uns mal hier die Konstellation an. Konzentrieren wir uns hier erstmal drauf. Wir liegen mit 2 Punkten hinten. Haben noch eine einzige Auszeit. 10 Sekunden noch von dem Two-Minute-Warning. Stehen an der eigenen 40-Yard-Linie und haben einen First Down. Ja, wunderbar, mein Coach lässt mich werfen. Da bin ich doch ein großer Freund von. Nehmen wir noch mal den Double Post. Fangen wir damit an. Und schau mal, wie die Defense darauf reagiert. So, ich schaue mir Owens an, ob er frei ist. Ich schaue mir Sharp an. Elliott ist so meine Sicherungsoption. Und los geht's. Ja, Sharp in der Mitte ganz frei, hat sich das schön gelöst. Der ist jetzt natürlich gar nicht mehr zu tackeln. Nö, also Sharp zu tacklen, Leute, probiert nicht. Lasst ihn doch einfach in Ruhe. Wunderbarer erster Spielzug. Also Shannon Sharp, er war ja schon immer gut, aber jetzt, das ist eine Wucht. Das muss man einfach sagen. So. Noch der PET hinten dran. Und wir führen mit 5 Punkten Vorsprung pünktlich um die letzten 2 Minuten ins Spiel zu gehen. Also das Two-Minute-Warning haben wir damit auch abgefrühstückt. Die Colts erhalten den Ball. Das heißt, Andrew Luck wird wohl schneller das Spielfeld betreten müssen, als ihm lieb ist. Ja, gnadenlos in den Boden gesemmelt, würde ich mal sagen. Schöner Tackle. Heinz. Den letzten Heinz, den ich kannte, das war der Wide Receiver der Pittsburgh Steelers. Das ist aber schon lange, lange hier. So. Field Goal reicht nicht, sie müssen in die Endzone kommen. Das heißt, ich gehe gleich in eine Cover 4. Das heißt, ich lasse ihn kurze Yards, vielleicht ein First Down, aber keine langen Pässe. Schneller Pass, incomplete. Der Deion Sanders hat da aufgepasst. Mein Number One Cornerback. So, mein Coach da unten gibt mir wieder eine Cover 4. Von der Palms-Variante. Ich mag gar nicht die Quarters lieber, aber naja, man kann nicht alles haben im Leben. Mir ist schon vielleicht, dass er mir eine Cover 4 bietet. Shazier passt da wunderbar auf. Schöner Open Field Tackle. So, dritter Versuch und 7. Schön rausgedreht, aber Luck bringt den Ball an. Fumble. Ich glaube, Ryan Shazier war es, der den Fumble forciert hatte. Der hat er momentan echt noch, glaube ich, der zweite forcierte Fumble im dritten Spiel. So, wir haben den Ball zurück. Stehen an der 1-Yard-Linie. Ich würde hier eigentlich passen wollen. Ich brauche ja noch etliches für meine Stats. Aber mein Coach sagt,
Im Strategiebereich, nö, da wird gelaufen. So, wir laufen aber nicht über die rechte, sondern über die. Wir laufen über die rechte Seite, weil links, das sind zwei Verteidiger, wo ich überhaupt keine Vorblocker habe. Doch, jetzt habe ich den Spielzeug nicht mehr geändert. Da sind genau die beiden Jungs, die ich meinte, aber wer so blöd tackelt, darf sich nicht wundern. Elliot kommt bis an die 4-Yard-Linie. Die letzte Auszeit der Colts wird genommen. Das war zwei Stück. Und keiner macht das Tackle. Also das ist schon, ich würde ausflippen als Coach. Ich weiß gar nicht, der Head Coach ist doch Frank Reich, glaube ich. Patano wurde ja entlassen, also der ehemalige Offense Coordinator, Quarterback Coach der Philadelphia Eagles. Ich glaube, Offense Coordinator. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Frank Reich als Quarterback gespielt hat. Das war eine so blöde Interception, dass ich schon wehtat. Also ähnlich blöd wie eben das missratene Tackle war diese Interception. Frank Reich war doch Quarterback, glaube ich, der Buffalo Bills. Oder? Bringt er was durcheinander? Und ich meine, er war doch sogar an dieser Wahnsinns-Aufholjagd damals beteiligt. Damals noch gegen die Houston Oilers. Aber da krame ich wirklich gerade ganz tief in meinem Gedächtnis. Erstmal müssen wir die Interception verdauen. Wir führen die Colts an der eigenen 5. Keine Auszeit. Noch 1:13 auf der Uhr. Kein Druck auf Luck. Der bringt den Ball an. Schöner Receiver-Move. Neues First Down an der 17-Yard-Linie. No Huddle Offense. Ich gehe in die Cover 9 Defense hinein. Wow. Riesenpass. Also toller Versuch. Gott sei Dank hat meine Defense da hinten sehr, sehr gut aufgepasst bei dieser Cover 9 Defense. Das war richtig gut. Die hätte ich eigentlich viel, viel lieber. Cover 9 habe ich auch im alten Madden unwahrscheinlich oft gespielt, weil ich halt vorne eine sehr gute D-Line hatte. Die habe ich hier auf die Außen, aber meine Defense-Tackle beide. Wie gesagt, nur Cowboy-Spieler, die sind nicht prall. Da muss man einfach auch sagen, schönes Tackle. Aber damit habe ich keine Probleme. Das sind diese kurzen Yards, die ich eben mache, die können wir zulassen. Dritter Versuch um 7. Die Uhr läuft weiter. Wieder vollständiger Pass, wieder direkter Tackle. Das ist absolut in Ordnung. Weil jetzt muss irgendwann Luck den ganz langen Arm auspacken. Jetzt wird er erstmal den Ball spiken. So ist es. So, 21 Sekunden noch auf der Uhr. Die Colts haben keine Auszeit mehr. Er muss jetzt einfach lang werfen. Also da kommt er mit kurzen Pässen über 5, 6 Yards kommt er in der Watt oder mit Laufspielzügen. Er muss jetzt wirklich werfen. Ich bin schon wieder vorbeigesprungen. Alter Schwede. Also ich habe die Definition des vorbeispringenden Ends habe ich komplett neu definiert. Dann lasse ich mir auch von keinem nehmen auf diesem Planeten. Das ist mein Geschenk an den Football. Der war doch nicht gefangen. Nein, ich dachte gerade schon. 4. und 10. Der war ein low geworfener Ball, also ein tief geworfener Ball. Nicht das Verkehrteste bei der Hail Mary, muss ich sagen. Jetzt Gegenzug dazu, der High. Und der wurde abgewehrt. Turnover am Downs. So, ich laufe noch einmal durch die Mitte und danach dürfte dann dieses Spiel auch entschieden sein. So ist es. Wir haben gewonnen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.